Oh, wenn du was spenden willst, steht da Fehlermeldung. Ich prüfe das gleich mal. 6½ hours later. Ich werde das gleich mal prüfen, warum das nicht geht. 2 hours later. Okay, ich prüfe das mal. Ob da Page not found kommt. Ah, ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, dass ich mich in Twitch umbenannt habe. Und jetzt funktioniert das nicht mehr. Das ergibt Sinn. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Oh, das war ein heftiger Fail. Das war ein richtig heftiger Fail. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall wieder. Ja. Fortsetzen. Naja, nicht schlimm. Kann ja mal passieren, ne? Also jeder, der versucht hat zu spenden und es nicht geklappt hatte, jetzt funktioniert es wieder. 2 days later. Ich glaube, ich werde jetzt einfach so lange bleiben, bis ich aus der Zone muss. Ich prüfe mal, ob mein Motorrad noch da ist. Wieso ist hier kein Fenster? Egal, ich mache die Tür kurz auf. Ja, danke für den Fix. Kleiner als 3, was hältst du von den deutschen YouTube-Trends? Danke für deinen 1 Euro, Webik. Und La Familia. Und was ich von den deutschen YouTube-Trends halte, ja, ihr habt das bestimmt alle mitbekommen, was da momentan abgeht. Das ist einfach die größte Verarschung überhaupt. Ich weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall muss YouTube sich mal ganz dringend um den Algorithmus kümmern. Weil das sind irgendwelche unseriösen, dubiosen Firmen oder was weiß ich. Leute, die da irgendwelche Spiel-Casino-Seiten in die Trends ballern, sodass man... Ich höre was. Sodass man sich dann auf jeden Fall in die... Sodass die Videos in die Trends geballert werden und dann sehen das viele Leute und dann werden die einfach abgezogen. Das ist eine richtige Verarschung. Das ist richtige Abzocke. Ich hoffe, das wird irgendwie mal demnächst geregelt, weil, nein, das geht einfach nicht. Das ist nicht akzeptabel. Also so in letzter Zeit ist auf YouTube ja echt viel Kacke passiert. Aber das ist nochmal so die Kirsche auf der Torte. Oder wie der Spruch auch immer heißt.